Dieses Video ist ein Übungsvideo. Du kannst hiermit überprüfen, ob du schon die Rechenregeln Klammern zuerst und Punkt vor Strich beherrschst. Wie du Aufgaben wie diese hier, bei welchen du in der äußeren Klammer noch eine innere Klammer findest und außerdem die Rechenregel Punkt vor Strich beachten musst, lösen kannst, habe ich dir bereits in dem Video erklärt, dessen Link ich dir unten in die Videobeschreibung kopiert habe. Also, ich bin gespannt, ob du diese Aufgabe hier allein lösen kannst. Wenn du dich noch unsicher fühlst, dann kannst du ja noch einmal das Video, von dem ich dir gerade erzählt habe, ansehen und danach loslegen. Worauf wartest du noch? Schnapp dir was zu schreiben und fang an. Pausiere jetzt das Video, um die Übung machen zu können. Wenn du fertig bist, lässt du es weiterlaufen. Und dann verrate ich dir zuerst, was herauskommt, und anschließend zeige ich dir den Lösungsweg. Bis gleich und viel Erfolg! Willkommen zurück! Na, hat's geklappt? Wenn du alles komplett richtig gemacht hast, dann hast du als Endergebnis 8 herausbekommen. Wenn das bei dir nicht ganz geklappt hat, dann darfst du nicht enttäuscht sein. Ich werde dir zeigen, wie diese Aufgabe Schritt für Schritt zu lösen ist, und am Ende des Videos weißt du, wie das geht. Als erstes gilt ja bei solchen Aufgaben, bei denen du so ineinander verschachtelte Klammern hast, die Regel, dass immer die innere Klammer zuerst zu lösen ist. Und hier musst du dann eben darauf achten, dass du entsprechend der Vorgabe Punkt vor Strich rechnest. Den ersten Teil der Aufgabe, den schreibst du einfach mal nur ab. Und dann rechnest du zuerst die Punktaufgaben, also 3 mal 5, was 15 ergibt, und 108 geteilt durch 12, was 9 ist. Den Rest der Aufgabe, den schreibst du einfach wieder nur ab. Jetzt musst du das, was in der inneren Klammer steht, noch zusammenfassen. 15 plus 9 plus 6, das ergibt insgesamt 30. Und damit hast du die innere Klammer schon aufgelöst. Jetzt ist nur noch die äußere, eckige Klammer übrig. Und hier gehst du wieder nach Punkt vor Strich vor. Rechnest also zuerst einmal 4 mal 30 aus, was 120 ergibt. Danach wird wieder die Klammer zusammengefasst. 192 minus 120 ergibt 72. Und 72 geteilt durch 9 führt dich auf das vorhin bereits erwähnte Endergebnis 8. Ich hoffe, mein Video hat dir weitergeholfen und wünsche dir noch viel Erfolg beim Lösen von Aufgaben mit verschachtelten Klammern unter Beachtung der Rechenregel Punkt vor Strich. Bis bald!